Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Kena Bridge of Spirits auf dem PC in der 27. Folge. Wir folgen jetzt einfach mal dem Weg hier. Jo, okay. Das löst hier eine gewaltige Kettenreaktion aus. Die Frage, was mir das bringt, aktuell noch nicht so viel. Geräusche sind auch immer sehr gut. Ich müsste mein Schild auch mal wieder ein bisschen häufiger einsetzen. Habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Okay, alles klar. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Da hinten hin. Okay. Yo, okay. Hä? Ach lol, und dann muss ich da loslassen. Okay. Hä, aber ist ja voll wenig Zeit. Okay. Also erstmal den und dann dich. Zack, 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 zack. So, fallen lassen. Und jetzt, okay, das war's schon. Alles klar. Nice. Gut, zack. Bisschen looten. Was haben wir hier? Okay. Jetzt? Irgendwas, aber vielleicht sieht man ja den Weg, wenn ich die jetzt hier hinten einfach nochmal schmeiße. Ja. Dann so und jetzt. Jetzt hier das nächste. Ah. Okay. Hat ja gerade so geklappt. Den Rot nehmen wir doch sowas von mit. Achso. Erst so. Und einsammeln. Ja, eine Snowrunner. Aber nur eine diesmal. Nur eine. Weil ich hab noch für die nächsten zwei Tage. Dann mache ich nur eine. Dann mache ich Wochenende nochmal ein paar. Dann reicht's erstmal wieder. So, jetzt müsste ja... Oh, ja. Oh, okay, ich da oben und so. Ah, yes. Haha. Ja, die scheinen mich dann gar nicht anzugreifen. Ah, nice. Okay, ja. Muss ich wahrscheinlich dann hier mit den Dingern machen. Ah, ja, hier. Oh, jetzt kommt der... Der Rottesser. Oh, Kacke.
Oh, ja, okay. Ja, klar sind die weg. Ja, ein paar Leben wären schon nicht schlecht. Okay, ja, wunderbar. Oh, klar. Digga, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Oh, ja, Digga. Dieser Gegner ist so lauchhaft einfach. Der ist so lauch. Aber die scheiß Fliegeviecher sind so nervig einfach nur. Perfekt. Ja, klar kann ich mich nicht bewegen, Alter. Okay, das ging schnell. Auf einmal ging es ja schnell. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Voll gut. Ah. Aha. Yes, Digga. Yes. Hier war nichts mehr. Alles klar. Okay, ja. Der ging ja dann doch relativ flott down. War nicht erwartet. Stark. Ah, ist das so ein Drehding, oder? Achso. Ja, okay. Achso. Vielleicht.
Okay, das hier war wohl falsch. Okay, eine andere Figur. Okay, nice. Sehr schön, das klappt doch soweit. Jo, okay, cool. Jetzt ein Pferd einfach, warum nicht? Ah ja, wunderbar. Okay, ja, okay. Okay, ja, alles klar. Ich darf nicht reinfallen, schon klar. Erstmal auf die Käferchen, würde ich sagen. Lassen Sie mich weiterfahren. So, machen wir sie platt. Richtig fett. Ich fett platt. Hm. Ist ja nicht mehr. Denkst du, hast einmal Ruhe? Würde ich sagen, ging noch mal gut. Ja, komm. Aber ich hatte irgendwie gehofft, dass dieser Typ, dieser Rottenfresser, der Boss war. Aber der war doch ein bisschen leicht, ne? Da wird auf jeden Fall noch was kommen, oder? Weil wir haben ja auch das Relikt noch nicht, hä? Achso. Also. Okay, ja. Hier ist, Achso, ich muss erst, die Dinger wieder und dann... Oh.
Okay, so. Und dann muss ich das gleiche da noch machen. Okay, ja. Okay, ja. Jetzt kann ich hier runter, aber... Ja, alles klar. Nicht du. Ja, ja. Ah, ja. Ja, Digga, Alter, guck dir das doch mal an. Was ist denn das? Ach, genau. Ja, als ob ich das jetzt jedes Mal neu machen muss. Oh, Mann. Also das hätten sie mir eigentlich ersparen können. Das hätte doch nicht sein müssen. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass wir das die Folge schaffen. Aber ich sag mal, es wird witzig. Digga. Zu dich. Ey, ja, Alter. Gleich zwei
die hielen sich ewig hoch und die Folge ist vorbei, also ja, gut, diesmal war es ja relativ knapp. Mit der einen zumindest, und wenn man sich dann nur noch auf die eine konzentriert, ist es ein bisschen besser, würde ich sagen. Deswegen würde ich sagen, volle Energie in der nächsten Folge, da geht es hier weiter. Danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal.